In Hart bei Graz wollte die Psychologin Dr. Dagmar Ziedek ein Reittherapiezentrum im Schloss Rheintal aufbauen. Sie erstand das Schloss im Jahr 2007 von der Immobilientochter GBG der Stadt Graz mittels Leasing-Kaufvertrag. Doch unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung begannen die Probleme. Plötzlich hieß es vom damaligen Bürgermeister dieser Gemeinde hier, dass die Sondernutzung für Therapie und Sport, also dass ich hier Therapie und Sport machen kann, eher abhängig gemacht hat davon, dass ich hier einen Grundstücksstreifen abtrete zum Zwecke einer Zufahrtsstraße. Und ich habe das verweigert, diesen Streifen abzutreten. Worauf die Probleme dann begannen, denn dann wurde mir die Sondernutzung, also für das Therapiezentrum, versagt. Und dann ging's los. Diese Straße, auf der ich jetzt hier gehe, das ist noch öffentliche Straße und die endet da unten bei diesem Lindenbaum. Und dort soll die erwünschte Straße eben weiterführen, die Bäume alle gefällt werden. Und dann bis auf die Gegenseite hinüber soll dann eine Straßentrasse geführt werden zur Aufschließung zur Baulandaufschließung steht. Die Psychologin konnte ihr Therapiezentrum nicht weiterbauen. Es gab unzählige Bauverhandlungen, Servitutsprozesse, Verzögerungen. Auch die Gemeinde selbst unter dem damaligen Bürgermeister Gerhard Payer klagte die Ärztin. Sein Nachfolger im Amt hat jetzt anderes vor. Wie ich ins Amt gekommen bin, war eigentlich das primäre Bestreben, wieder Gerechtigkeit herzustellen. Ich hatte das Gefühl, dass Frau Dr. Ziedek nicht fair behandelt wurde. Und ich glaube, dass es die wichtigste Aufgabe einer Gemeinde ist, auch eines Bürgermeisters ist, einfach sicherzustellen, dass Bürger richtig, rechtskonform und fair behandelt werden. Und da fürchte ich, dass das meinem Vorgänger nicht ganz gelungen ist. Warum nicht? Darüber möchte ich nicht spekulieren. Dr. Dagmar Ziedek ist davon überzeugt, dass man sie vom Areal vertreiben will, um am Nebengrundstück ein Neubauprojekt umsetzen zu können. Die Ärztin fühlt sich von den Vertretern der Behörden gemobbt, denn es gab zahlreiche Attacken gegen sie. Genau diese Stute und die zweite, die mit ihr zusammenstand, das war auf der Koppel da unten, sind Attentate verübt worden, und zwar wurden die zwei Stuten im Genitalbereich verletzt und das dreimal, und beim dritten Mal hat dann eine auch einen Abort gehabt. Mich hat das erschüttert, weil das ist meiner Ansicht nach das Feigste, was es überhaupt gibt, ist, dass wenn jemand mit mir etwas auszuhandeln hat, dann nicht zu mir zu kommen und sich mit mir zu konfrontieren, sondern zu wehrlosen Tieren geht. Eben zum Beispiel Pferden, die dem Menschen so zugetan sind, die vom Menschen nichts Böses erwarten, und dann feig und hinterlistig meine Tiere attackiert und verletzt, statt den Mut zu haben, wirklich zu mir zu kommen und das mit mir auszumachen. Zurück zum Reittherapiezentrum im Schloss Rheintal. Pächterin Dr. Dagmar Ziedek ist davon überzeugt, dass man sie loswerden will. Sie fühlt sich von öffentlichen Stellen gemobbt. Denn nach den Attacken gegen ihre Pferde wurde es noch viel schlimmer. Es wurde dreimal an meinem Auto manipuliert, wobei ich bei den ersten zweimal mich der Notdiensthelfer vom BAÖ zwar darauf aufmerksam gemacht hat, dass ihm in diesem Fall etwas sehr komisch vorkommt. Also es wurden Kontakte gelöst, das zweite Mal wurde die Lenkstange von unten gelockert. Das hätte, wenn mein Sohn nicht so gut reagiert hätte, wie er gesehen hat im Rückspiegel, auf einmal hat es geschlagen, weil das Rad geklopft hat, weil ja die Schrauben rausgeflogen sind und sich gelockert haben. Das sah er im Rückspiegel und hat dann so gut reagiert, dass er nicht gebremst hat, sondern auf der Autobahn mit dem Pferdehänger hinten drauf auf der Nebenspur ausgelaufen ist. Und dadurch ist auch nichts passiert, weil wenn er gebremst hätte, haben die Spezialisten gemeint, dann hätte sich das Zugfahrzeug mit Hänger auf der Autobahn überschlagen. Dagmar Ziedek selbst wurde nie einvernommen. Nur der Sohn wurde von der Polizei befragt. Eigentlich dachte die Ärztin, dass nun der Staatsanwalt die Polizei mit den Ermittlungen beauftragen würde. Aber es kam ganz anders.
Die Kriminalpolizisten waren ein paar Mal hier bei mir vor Ort und haben gesagt, sie haben also 14-tägig gebettelt, einen Ermittlungsauftrag zu bekommen und haben aber keinen Ermittlungsauftrag bekommen. Ich hatte dann Opferschutz, eine Opferschutzanwältin, und die hat dann in Erfahrung gebracht, dass das Verfahren niedergelegt worden ist, ohne uns zu verständigen und ohne uns einzuvernehmen. Es ist nichts passiert. Die Attacken selbst hörten nicht auf. Es gab Einbruchsversuche, Zäune wurden niedergerissen. Die Täter wurden nie ausgeforscht. Wenn es einmal bis zu Mordanschlägen geht, die definitiv Mordanschläge waren, sonst hätte die Mordkommission nicht ermittelt. Die Unterlagen stehen auf meiner Webseite. Das ist sicherlich eine der höchsten Formen von Mobbing, die es gibt. Weil was noch mehr als Angriff auf Leib und Leben? Dagmar Ziedek will aber nicht klein beigeben. Sie kämpft weiter, obwohl sie der Rechtsstreit gegen die Behörden mittlerweile ein Vermögen gekostet hat. Und sie schreckt auch nicht davor zurück, auf ihrer Homepage Namen zu nennen. Die Stadt Graz, die hat seit 8 Jahren ein Verfahren gegen mich laufen, wo der Bürger mit seinen Steuern die Beamten bezahlt, die diese Verfahren gegen mich einleiten und führen. Der Bürger der Stadt Graz mit seinen Steuern die Anwaltskosten bezahlt der Stadt Graz gegen mich, gegen eine Bürgerin. Und ich als Bürger muss aber rudern. Und da sehe ich schon auch die Tendenz, mich da so in diese Kosten hineinzuschicken, dass ich das irgendwann als Bürger nicht mehr berappen kann. Und dass ich dann die Gerichte, die Kosten, die Anwälte nicht mehr zahlen kann und die andere Seite dann allein deswegen schon gewinnen wird. Was das zusätzliche Mobbing betrifft, verstehen wir unter Mobbing natürlich auch die ständige Belastung mit verschiedenen Anzeigen, auch mit diesen ständigen Vermessungen trotz ungeklärter Rechtslage, wo die Frau Dr. Ziedek, meine Mandantin, nie zur Ruhe kommt, wo nicht abgewartet wird, wie entscheidet das Gericht. Mittlerweile wurde das Schloss jetzt ein weiteres Mal verkauft, obwohl Dagmar Ziedek laut Vertrag ein Vorkaufsrecht hätte. Der neue Käufer steht bereits im Grundbuch. Dagegen wehrt sich die Pächterin vehement. Unterstützung erfährt sie durch den Naturschutzbund. Er sieht sich als Eigentümer, der hier alles machen kann und ins Haus rein will und vor der Tür steht mit 8 Mann und sagt, jetzt aufmachen, Begehung. Haben wir alles schon gehabt, ja. Also so einfach Druck ausüben halt, ne? Ich will es ja nicht sagen, aber manche Projektwerber gehen über Leichen, unter Anführungszeichen, und sind alle Mittel recht. Und das ist sehr grausam und sehr verletzend, was da passiert. Also das ist etwas, also der Druck, der hier auf eine Frau Dr. Ziedek mit ihrer Familie lastet, ist enorm, weil da werden alle Rädchen scheinbar in Bewegung gesetzt, um dort zu entwickeln. Und wenn das jemand nicht möchte, wie man Naturschützer merken das ja, wir haben ja diesen Druck ständig bei vielen Projekten. Die Projektwerber wollen ihr Projekt umsetzen, sind Millionenprojekte, und dann gibt es ein paar so Verhinderer unter Anführungszeichen, die sich gegen das Projekt stellen. Ja, die wird man natürlich möglichst schnell weg haben wollen. Schöne neue Welt. Scheiß Kerle. Ach, unten, wir kriegen sie. Ja. Die Gegenseite, die GBG Graz, nahm schriftlich zu dem Thema Stellung. Sie schreibt unter anderem: Frau Dr. Ziedek hat von Anfang an keine Zinszahlungen in der vereinbarten Höhe geleistet. Ebenso kam es zu keiner Umsetzung des geplanten Reit- und Therapiezentrums. Frau Dr. Ziedek hat alle Vergleichsangebote abgelehnt, sodass die GBG gezwungen war, eine Bestandszins- und Räumungsklage wegen erheblicher Bestandszinsrückstände einzubringen. In der Verhandlung wurde das Verfahren bereits geschlossen und das Urteil mündlich verkündet. Die Pächterin des Schlosses hat gegen dieses Urteil sofort Berufung eingebracht. In der Steiermark zieht der Streit zwischen einer Pächterin eines Schlosses und dem ehemaligen Besitzer einer Immobilientochter der Stadt Graz weite Kreise. Es hat sich eine Bürgerliste formiert, denn die Gruppe befürchtet, dass mit dem Verkauf des Schlossareals jetzt ein großes Wohnbauprojekt im Naturschutzgebiet realisiert wird. Sie wollen vom Bürgermeister antworten. Mobbing wäre wesentlich sanfter, wenn man 3 Attentate oder wie viel auch immer es waren überlebt hat und wenn Tiere, die Therapiepferde sind, ermordet wurden, nachweislich. Nur da kümmert sich einfach keiner drum. Es sind ja nur Tiere. Und ein Anschlag auf einen Menschen oder ein Attentat
das keinen Erfolg hatte, wird auch nicht weiters verfolgt. Und das sind halt Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und da weiß man eigentlich als normal empfindender und denkender Mensch, dass da irgendetwas nicht stimmt. Die vielen Anfeindungen und Anschläge haben Dr. Dagmar Zideck nicht davon abgehalten, für ihr Recht zu kämpfen. Obwohl sie weiß, dass es ein Kampf David gegen Goliath werden könnte. Der Polizskandal dürfte wohl von Anfang an gewesen sein. Und das Mobbing führe ich darauf zurück, dass ich unnachgiebig war. Guten Tag. Ich bin vom Bürgermeisteramt. Ich darf Sie bitten, in den Räumlichkeiten nicht zu filmen. Es gibt keine Erlaubnis für Film. Nein, das geht nicht. Bitte. Wenn ich bitten darf. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Der Herr Bürgermeister persönlich hätte keine Zeit für uns. Nein, ist nicht da. Nein, leider nicht da. Es geht um eine Petition. Richtig. Der Bürgermeister war aber bis vor wenigen Minuten noch im Haus. Er ist gerade in einer Besprechung. Er ist in einem Termin. Ja, leider. Ja, in einem Termin. Jeder, der was schon mal in der Gegend war, wo die Frau Doktor wohnt, sieht, dass das eine wunderschöne Gegend ist. Die ganzen Bäume, das ganze Naturschutzgebiet soll einem Bauwesen zum Opfer fallen. Das widerspricht jeder menschlichen Logik. Die ATV-Redaktion bat den Bürgermeister im Vorfeld um ein Interview. Es gab eine Absage. Auch die Naturschützer bekommen den Bürgermeister heute nicht zu sehen. Es geht um das Naturschutzgebiet Hart bei Graz. Mhm. Und Sie kennen die Streitigkeiten oder sind vielleicht auch nicht eingeweiht, ich weiß es nicht, nur der Herr Bürgermeister selbst ist eingeweiht. Mhm. Er führt dieses Verfahren gegen Frau Dr. Dagmar Zideck. Mhm. Und Frau Dr. Dagmar Zideck ist laut Naturschutzgesetz im Recht und mhm. Herr Bürgermeister stellt sich da entgegen und hat natürlich auch viele Fürsprecher, die vor allen Dingen durch das Geld regiert sind. Wir können uns gern zusammensetzen, setzen wir uns bitte zusammen, diskutieren wir darüber, setzen wir uns bitte zusammen. Das Ganze zieht sich jetzt mittlerweile schon seit 8 Jahren. 8 Jahre, wo die Frau Doktor mit der Stadt Graz in den Krieg führt und was sie nicht begonnen hat. Zur Frau Doktor ist zu sagen, sie ist ein sehr starker Mensch, hat ein sehr starkes Rückgrat und ist in der Lage, sehr viel wegzustecken. Nur wenn man hinter die Fassade sieht, sieht man eben, dass der Kampf auch seine Spuren hinterlassen hat. Kämpfen möchte keiner. Und wir, wie gesagt, sind eben da, um dem Ganzen möglichst schnell ein Ende zu bereiten. Die Naturschützer kommen also mit guten Neuigkeiten zu Dr. Dagmar Zideck. Sie hat sich bewusst zurückgehalten, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt ihm eine Petition übergeben? Nein, wir wollten es ihm übergeben zuerst. Ja. Dann haben wir gesagt, wir machen ja die Kopien, geben ja, wir ihm. Ja. Und dann hat er gesagt, dann machen wir das in 2 Wochen. Okay. Am 8. Oktober um 15 Uhr hatten wir okay. Dann den Termin ausgehandelt. Er hat ihn sich auch schon in seinen Timetable eingetragen. Okay, also spannend. Endlich mal nicht mehr allein zu sein, das ist ein wunderbares Gefühl. Und habe auch gehört, dass sogar ein Treuhandkonto bei meinem Anwalt errichtet wurde, wo schon eine ordentliche Summe eingegangen ist. Also es nähert sich der 50.000 Euro Grenze, damit ich diese Prozesse durchziehen kann. Und wenigstens da einmal vom Finanziellen her keine Sorgen haben. Beim nächsten Termin war der Bürgermeister selbst wieder nicht anwesend. Bei einigen Verhandlungen gab es mittlerweile Urteilssprüche, die negativ für Dagmar Zideck ausfielen. Sie wird aber wieder in Berufung gehen. Der Streit, der jetzt schon 8 Jahre dauert, wird wohl so schnell nicht ein Ende finden.